Ich gehe mal davon aus, dass du nicht so happy mit dieser Auswahl warst. Umdrehen. Nee, nicht mehr sehen. Und das will ich auch nicht sehen. Ist hier raus. Herrlich. Finde ich gut. So, Ja, mal ein dann Temporary lass mal Schalter hier mal ausprobieren. bauen und dann. Ja, speichern halt, ne? Also. Dafür bräuchten wir ein temporäres Schalter irgendwo. Und dann würde ich die mal hier auf die Ecke loslassen. Kann man hier irgendwo entsp. Ja, Aber von der moin. Sicht schon. Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich gewollt. Wir können auch einfach hier oben schnell einen Was Shelter versuchen bauen. die, den zu zerstören, den zu zerstören, oder? So, was ist das jetzt rot? Jetzt ist es gerade auf. Jetzt ist es gerade auf Rot. Ey, wahrscheinlich haben die das wirklich mit dem Lol, auf einmal sind es Hosenartefakt. 6 Stück. Guck mal, da unten raucht es. Wo raucht's? Raucht da hin und wieder so mal. Die Nein, spawnen. das ist. Ach so, nee, das sind die. Wow. Wie gesagt, ich mach das Ding lieber aus. Ja. Weil es spawnen dann nämlich auch Mutanten. Wollen wir jetzt eigentlich das aufnehmen? Nehmen wir das auf? Wir nehmen das noch gerade auf, ja. Das heißt noch oder in nächster Folge? Ah, jetzt haben wir es auf. Ah, okay. Wir sind schon in der neuen Folge, dachte ich. Ja gut, okay. Ja moin. Moin. Das. Wo geht's denn hier? Oh Scheiße. Guck mal, jetzt ist es gerade auf Blau. Jetzt bin ich gerade mal auf Blau damit. Hallo. Ich bin friedlich. Ich habe das Artefakt. Huldige mir! Ja, wir können ja mal gucken, ob die uns angreifen. Ja, eigentlich darf er ja nicht. Hast du Angst? Hallo. Also so nah können wir auf jeden Fall nie an die ran. Oder? Was ist, wenn wir die jetzt schlagen? Können wir die damit. Oh mein Gott, Er okay. greift dich an. Okay, Ey! das. Vielleicht liegt es doch daran. Also die einen da hinten hauen gerade. Die hauen ab, die hinteren. Was mit ihm hier ist? Gott, mir ist schon wieder kalt. Lass mal raus zum Biom Ja, hier. okay. Aber abschlachten. Das ist jetzt noch wichtig. Ja, ich muss sie mitnehmen. Weiß wofür. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Übrigens, das Rauchen, ne? Das sind die Ja. Häschen. Das sind die geilen Bunnies. Krass. Hinter mir ist irgendwas. Okay. Machen wir mal ein Feuer an hier. Dann habe ich aber kein Ding mehr für ein Temporary Shelter. Temporary. Bro. Brauch mehr Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Ich will euer Fleisch Hier ist haben. jetzt ein Mutant. Lol. Okay. Ach, das sind beides Mutanten. Nee. Obwohl ich verstehe nicht, warum die so Warum die rote Gesichter Hände an haben. haben? Yo, Alter, yo, baller mich halt low. Sind beide tot? Natürlich, ich will deren Fleisch haben. Das geht nicht, wenn die noch leben. Alter. Es geht nicht, die können nicht leben. Also nicht verbrennen, bitte. What the fuck? Spaß, ey. Von wo? Ach, er hier. Ja, will ich fast verbrennen. Ich muss meine Arbeit her. Warum. Jetzt brennt der, Alter.
Der Spaß hat den abgebrannt. Hallöchen. So, bitteschön. Da hast du deinen Molotow-Kollegen. Ich sagte, da drüben hast du deinen Molotow-Kollegen. Viel Spaß mit ihm. Er hier. Ich kümmere mich dann schon mal um Shelter, ne? Ja. Das hier rüsten wir mal ab. Und dann rüsten wir das mal auf. Ich frage mich, ob ich Beine gleichzeitig abhaken kann. Ja, das ist auch die Frage, die ich mir auch immer stelle, ob man Beine. Aber es geht nicht, schade. Abpacken kann. Da reicht wohl die Technik noch nicht ganz. Oh, das ist lecker. So, 7 Sticks brauche ich noch. Die wird man doch wohl noch irgendwo auftreiben können, oder? Kollege, der hier eben gerade rumgelaufen ist, den ich gesehen habe, aber den ich jetzt ignoriere. Du nervst mal bitte nicht. Zwei. So, ist der 273. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann nehmen wir nochmal ein paar mehr mit. 9, 10, 11, 12. Arme sind kreativ. Ja. Ich verkneife mir erstmal die naheliegenden Wortwitze. Ja. Ein Torso braucht. Wer sich übrigens fragt, was Lukas vorhat, der möchte, genauso wie im Real Life, total Mischuge werden. Total durchdrehen. Hallo Bambi. Die sind knuffig. Mittlerweile. Mach ich eigentlich keine. Doch, mache ich noch. Perfekt. Was ist mit mittlerweile? Mittlerweile fängt es an zu schmecken. Schmeckt süß. Sie ist sauer. Wie zartes Rindfleisch. Ich speichere mal, ja oder ne? Echt? So, ist gespeichert. Ich würde dir auch vielleicht nochmal raten zu speichern. Ja. Weil dann können wir mal direkt ausprobieren, was Sache ist. Machen wir nochmal ein Feuer, bitte. Hast du das Feuer kaputt gemacht? Mhm. Mir ist einfach kaputt gegangen. Ja, klar. Wie viel hast du. Warte mal, wie viel hast du schon gegessen? Alle, bis auf den einen. Mhm. Ich brauch mehr! Arschloch. Gut, dann jage ich mir nochmal ganz schnell was selber zum Essen. Also wie viele Rehe hier unterwegs sind, das ist so göttlich. Ja. Stell dir das mal auf dem Hard Mode vor. Oh, armes kleines. Ah, oh, guck mal, da kommt Nachschub. Ja. Tag 2. Lukas. Nee, Tag 1. Lukas tritt durch. Er hat noch nichts gegessen. Da müsste auch noch ein bisschen verdorbenes Fleisch drauf sein, ne? Nur mal so nebenbei. Ich glaube, das wird jetzt mein geringstes Problem sein. Befürchte ich auch. Ich mache mal mir hier ein separates Feuerchen, da kann ich mein Essen dann drauf machen. Nicht, dass sich das irgendwie vermischt. Ich höre da die ganze Zeit im Hintergrund. Und Geisteszustand? 44. Wo warst du bei 100? Jo. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Gewicht? Vier Leichen, alles auf. Körpergewicht? 205 Lips. 205. Krank, finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Hol dich aus. Ich glaube, da hilft dir kein Aloe Vera mehr. Ja, klopf mal den roten Stab da rein. Ich wollte gerade fragen, ob ich das schon mal machen soll. Aber hier ist kein Fleisch mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen den nicht mehr ausgeschaltet, wenn der einmal drin steckt. Ja, du hast ja gespeichert, ne? Ich habe gespeichert. Hast du gespeichert, ist die Frage. Ja, ich habe gespeichert. So bei 70%.
Oh lol. Here we go. Here we go gehen. Ich hab deine Eltern und deinen Sohn abgeschlachtet. Ach guck mal, man sieht sogar, wo wir den hingestellt. Man sieht sogar die Position, wo der steht. Ey! Ihr wollt auf Lukas losgehen, nicht auf mich! Du kannst mir ach, trotzdem helfen. Du Alter, Scheiße. For fuck's sake! Mach mal wieder aus, das Ding. Ja, ja, gute Idee. Okay. Okay, ich hab keine Ausdauer mehr. Wie. Ja, mach mal das Ding an, mach das blaue Ding an. Ja, ja, mach ich es an. Okay, einfach da hinstellen, dann bringt das Spaß, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, du wolltest es wissen. Ja, Bro. Wollte ich. Wir können ja auch einfach mal ein Baumhaus bauen. So eine Plattform. Und mal gucken, wie viel das da anlockt. Alter, warum rennen die so weit weg auf einmal? Ja, weil das blaue Teil dann ist. Ich mach das mal wirklich nur ganz kurz an, ey. Das. Ich kann sie mal kurz anschalten und dann einfach ausschalten. Ja. Ja, warte halt, bis Gegner kommen. Ich sag dann Bescheid. Ist jetzt rot? Ja. Ja, müsste sein. Okay, einer kommt. Alter, oh, natürlich, Alter, auf mich! Mach's am besten schon fast wieder aus. So ist aus. Ja, ich meine, das ist ja jetzt eh alles so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Oh lol, auf einmal ist hier doch ein bisschen mehr, oder? Der ist schon wieder aus, ne? Nur so zur Information. Ja, das Ding ist aus. Essen. Ja, ja, hast du ja genug. Ja, hier sitzt dein Mate auf. Was hältst du davon? Ja, okay. Kannst du mal zu mir kommen und den blauen Dingsbums anmachen? Ich will ja. Alter, ich kann mich um eigene Projekte kümmern hier gerade? Nein, nicht wenn du das Ding anmachst. Dann Hans! Wo kommst du denn her? Ja, komm mal hier hin, hier ist noch ein bisschen voller. Ich muss halt kurz ins Inventar rein, ich hab den nicht auf Shortlink. Der Kannibale frisst einfach. Hey, hallo, das ist mein Fleisch, Spasti. Ja, wir lunzen die jetzt alle weg hier. Ohne blaues Teil. Okay. Ich meine, können wir auch machen. Das wird aber ziemlich lustig. Ja, wird's. Dann müssen wir aber nicht das Katana nutzen, Alter. Was bist du? Ja. Such an idiot. Alter. Ja, ich brenne halt, danke. Ja, dann greif den doch nicht an. Ach, greif den doch nicht an. Cool. So, ich glaube, jetzt habe ich genug Fleisch. Ach, da ist doch noch was im Grill, warte. So, warte, bitte Leute, schön. Ich komme gleich wieder. Alter. Fick dich. Oh fuck, jetzt habe ich mich schon. Alter. Ey, der hat einfach einen Tennisschläger in der Hand. Wollen wir Badminton spielen? Das kann ich. Wie ich einfach Rüstung verliere, ohne Sinn und Verstand, ne? Ja, es ist doch irgendwie jetzt ein bisschen viel. Oh nein, es ist. Leute, die prügeln sich jetzt gegenseitig. Sag mal, hast du das sicherlich ausgemacht? Ich hab's definitiv aus, ja. Mehr. Ey, du hast dich doch beschwert, dass du nichts. Alter. Ich meine ja nur. Und da kommt weiterhin mehr. Ja, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich alle gespawnt und kommen von sonst woher. Warte ganz kurz, der Fairness fuck, halber. Ich hab ein Feuer kaputt gemacht. Jo, fuck, ich hab übel down geprügelt, ey. Leute, ich will euch nicht. Ja. Ich glaube, wir haben alle. Ja, er ist jetzt auch tot. Ruhe. So, dann würde ich mal sagen, versammeln.
Hier hinlegen. Ist sogar noch ein Feuer übrig geblieben. Wie geil ist das denn? Ja, ich hab zwei gebaut. Eins für mich, für mein Essen. Weil ich deins ja nicht unterscheiden konnte. Das waren ein wenig zu viele. Ja, wir sind eben aus Versehen. Dann ist das Essen irgendwie abgebrannt. Alter, was für ein Leichenhaufen. Wie viele Leute hast du denn da? Da ist auch noch einer. Hey! Penner. Gerade den Arm abschneiden. Ich will dir doch nur helfen. Guck mal, jetzt kannst du nämlich den hier machen. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Oh je. Ja. Die Beine da rausfliegen. Hier ist es gelandet. Nachladen, Alter. Ich guck mal gerade, ob hier noch ein paar Leute rumlegen. Feuer! Willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Beide. Du wirst wahrscheinlich heute noch wegen Geisteszustand draufgehen. Denn die schlechte, ich habe hier noch zwei weitere Leichen gefunden. Wo ist da die gute? Dass du draufgehen wirst. Okay, dann sortiere ich das andersrum. Du wirst heute wahrscheinlich draufgehen, das ist die schlechte. Und das Gute ist, ich habe zwei weitere Leichen gefunden. Wo verschwindet die ganze Zeit mein Fleisch? Isst du das etwa auch? Nein. Ich bin nicht bekloppt. Du bist Veganer. Ich bin Veganer, richtig. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich erfülle mir jetzt mal meinen Lebenstraum, während du dich da noch in die... Ist das Feuer kaputt gegangen? Es Alter, ist nicht mein Problem. Ich brauche ein größeres Krematorium. Ich nicht. 34%. Das ist nicht erreicht. Das ist böse. Du, es gibt unendlich Nachschub. Du wirst doch bestimmt das fertig kriegen. Ich dauere zu lange. Ich bin da ganz bei dir. Du wirst es garantiert hinkriegen. Das Problem ist, wenn ich dir dieses Artefakt überlassen würde, ne? Du willst du würdest... auch noch. Okay, können wir gerne machen. Komm her, du kleine Arschloch. Du willst auch noch auf die Fresse. Stopp! Alle! Okay. Alles klar? Was zu essen, das brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Folge nennen soll. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine gute Formulierung gibt. Es gibt ein Achievement. Was? Major Cannibalism. Eat an entire family. Oh. Ich glaube, die netteste Formulierung wäre, Lukas sucht Achievements. Spezielle Achievements, keine Ahnung. 22%. Wir brauchen mehr. Mehr. Ich aktiviere das gerne, aber dann will ich kein Geheule hören, dass es dann wieder zu viel wird. Nein, Alter. Mach's nicht. Ich hab hier noch genug. Mal den Leichenberg bearbeiten. Das Gute ist, während er da oben was macht, kann ich ihm meinen Lebenstraum erfüllen. Und bauen. Und bauen, ja. Du willst nicht gesehen, was vielleicht gleich mit ihm passieren wird, außer Stärke. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass irgendwas anderes passiert. Ja, du sagst mir dann hoffentlich Bescheid, ne? Ja, ich bin jetzt schon ziemlich low. Bei? Geistige Gesundheit ist bei 13%. 13%? Oh Gott. Ja, sag vorne noch. Heb dir noch was auf, bevor du drauf gehst. Ja, vielleicht geht das schon bei 10% los, irgendwie. Irgendwas. Ja, du hast dann ja Videobeweis im Notfalls. Oder ich komm dann einfach her, genau. So. Pack mal die nächsten Würstchen.
Ich weiß nicht, was. Gibt's dann ein Achievement dafür, dass du dann draufgegangen bist? Wegen so einer Scheiße? So, jetzt bin ich unter 10%. 5%, ich würde jetzt mal herkommen, infiziert, finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Ja, Moment, ich baue noch kurz die letzten paar Baumstämme ein, dann komme ich. Ich bin auch schon im Arm drauf, also. Go, go. Nur mal einen Schluck Wasser. Ja, das ändert ja auch jetzt so viel an der. Alter, wie viele Leichen! Du kommst da hin und erstmal sprüht dieser Haufen von Leichen, sprüht auf einmal die ganzen Beine und Arme kommen dir da entgegen. Alter. So, here we go. Warum lache ich? Wir sind jetzt bei 0% geistige Gesundheit. Ja, wie tief kannst du gehen? Hä? Was jetzt? Du musst wahrscheinlich noch mehr essen. Alter, ich will. Alter, ganz ehrlich, jetzt reicht's halt. Ich helf dir mal. Beweise vernichten. Okay, das sollte reichen. Viele, viele bunte Beine. Und Arme. Hier, guck mal, ich pack dir auch noch was drauf, bitteschön. Also Stärke geht, ist irgendwie rot jetzt gekennzeichnet. Oh je. Und die Gesundheit geht auch nicht runter. Stärke also ist bei dir rot. Infiziert. Ja, Stärke ist bei mir auch rot. Geistige Gesundheit auch. Oh, ich bin auch bei 0%. Ich kann nichts mehr essen. Doch, jetzt wieder. Weißt du, was lustig ist? Meine geistige Gesundheit ist auch unten. Aber ich habe keine 50. Alter. Ja, was mache ich jetzt? Weiter essen, ne? Weiter essen. Ich beseite mal gerade die Beweise, ne? Mach das. Schön, Molly. Ja. Oh, guck mal, die Vögel nähern sich mir aber noch. Wie geil ist das denn, ey? Gollum! Gollum! Ich brauche halt jetzt noch gleich Sticks, ne? Ist es saftig? Ist es knusprig? Dann ist es... Habe ich leider nicht. Ich habe leider Herr der Ringe nie gesehen. Ja, dafür ein Dislike bitte rausgeben, danke. Nein. Das ist, als würde man ein Kind schlagen, was nichts dafür kann. Das ist, keine Ahnung, dummes, hässliches. Das wäre dann grundloses Mobbing. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch passiert. Bei mir passiert gleich was. Ich bin einfach infiziert. Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Ja, das hatte ich bei mir auch stehen. Aber ich habe, wie gesagt, keine Kannibalenfamilie getötet. Keinen ganzen Kannibalenstamm. Alter, guck dir mal die Knochen an. Ich brauche eigentlich mehr. Oder? Alter, das kann doch nicht sein, dass da nichts kommt. Das ist ja langweilig. Momentaner Zustand gut. Wenn du das sagst. Statistik auf jeden Fall. Am Start. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Wenn ich mich irgendwie so verwandeln würde und sagen würde, dann tot, okay, ja. Oder wenigstens die Gesundheit runtergehen würde. Ja, ja, das kennt man ja. Man verwandelt sich dann und ist dann tot. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir hier eine Menge Knochen, Alter.
Du musst dir mal ankommen. Ja, ich komme vorbei, Moment. Ist das Feuerchen noch an? Noch. Was hast du denn mit diesem schönen Feuerchen gemacht? Das ist vergewaltigt. Joach. Das kann man mal so machen, ne? Ja, ich würde die Folge vielleicht ab 18 machen. Haben wir nicht schon viel, viel, viel schlimmere Dinge gesehen im Spiel hier? Yep. Schon deutlich schlimmere Dinge. Ja gut, die Leichenberge waren halt schon, ne? Ja, ich muss auch schwitzen. Okay, Lukas. Nein. Wenn das jetzt eine Tiere war, ist das ein Waschbär? Das ist ein Waschbär. Hab ich ihn schon entdeckt. Hat doch nichts Verbotenes gesagt. So. Ja, weiß nicht, hast du noch einen Arm oder so? Ja, zwei noch. Aber die großen Monster kommen nie, ne? Doch, irgendwie. Wir haben das aber noch nicht so lange an. So, hast du den Waschbär schon entdeckt? Kennst du den Waschbären schon? Ja, ich habe den Waschbär genau 2 Meter vor mir. Warte mal, den schieße ich ab. Ich habe ihn schon entdeckt. Waschbären für lecker. Ich habe auch einen, lol. Oh, hier kommt einer bei mir. Der will mich. Aber ich will ihn. Uff. Nachschub. Lol, das sind Mutanten, Amana. Die wollen mich. Ja, vielleicht sollten wir mal. Keine Ahnung. Weg. Nein, ich habe noch was in Planung. Ja, schlag mich halt. Ich fackel die mal alle ab. Ja, ja, damit du dann direkt Dinger bekommst. Wo waren denn die Knochen? Waren die nicht hier? Ach, egal. Das ist meine. Durch den durch natürlich. Ich suche noch was ganz Spezielles. Etwas total Spezielles. Ich muss das noch fertig bekommen. Wie du sagen würdest, Amna. Na komm, komm durchs Feuer. Hinterm Feuer geht's weiter. Und schlagartig ist ihm wieder warm. Ja, lustig. So. Ich meine, bei mir war die ja total friedlich, die Folge, ne? Bis auf die Tatsache, dass du hier alle möglichen Leute abgeschlachtet hast. Oh, lol. Jetzt ist das Feuer da und ich komme, jetzt der runter und treibt sie zu dir. Cool, danke. Arschloch. Ja gut, das war ein Experiment jetzt, das habe ich gemacht. Ich habe mir ein Achievement geholt, ich bin damit, dass ich ein Achievement habe. Viel mehr ist das ja auch nicht. Du kannst dir jetzt auf die Fahne schreiben, dass du keine Ahnung wie viele Leute getötet hast. Und gegessen, ja, gut, hast. Und gegessen hast. Entschuldigung, da fehlt noch was. Hinten dran. Ach cool, danke, dass du dir hierher gelotst hast. Gerne doch. Ich bin aber flink wie ein kleiner Hase. Sehen wir mal gleich. Die können mich einfach gar nicht angreifen. Das ist quasi unmöglich. Hast du da oben was mit Flammen gemacht oder läuft da oben einer mit Flammenwerfer rum? Oh. Ich glaube da oben eher im Schneegebiet. Ist gerade wieder weg. Hier, hol mal bitte gerade noch Stickies mit dran. Ich muss das jetzt mal ausprobieren, diese Folge, mindestens. Alter, wir bauen danach nie wieder ein Fahrzeug. Natürlich nicht. Ich baue doch keine 2 Fahrzeuge, bin ich bekloppt? Vor allem hier in dem Biom, wo es fast gar keine Sticks gibt, die Krise nicht mehr gibt. Ja, du wolltest ja hier ballern, ne? Du wolltest hier den scheiß Ding so. Alter. Ich blocke mit. Lol, ich kann halt wirklich mit dem Reparaturwerkzeug blocken. Warum hast du das Reparatur? Achso, wegen des Sticks. Richtig, geht einfacher. Macht nicht so viel Lärm. Braucht eigentlich, glaube ich, gar keine Ausdauer. Oder? Nee, braucht keine Ausdauer. Perfekt.
Vor allen Dingen aus Holz ein Rückspiegel. Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Kann man da nicht irgendwie, keine Ahnung, einen polierten Knochen nehmen? Das ist ein Auto aus Holz. Wer hat sich denn die Scheiße aus... Weiß ich nicht. Lukas, könnte man einen Knochen so weit polieren, dass man den als Rückspiegel nehmen könnte? Ja. Was sagt der Kannibalen-Profi? Auf jeden Fall. Okay. Habe ich mit dem Arm ausprobiert. Ja! Alter, kommt der angejumpt mitten aus dem Wald, ey. Soll ich das Artefakt auf Blau stellen? Auf Blau? Ja, das wäre nice. Hallöchen. Oh mein Gott, ist ja viel. Hier ist gerade echt viel. Es ist gut, dass du es angemacht hast. Guck mal, da ist auch noch einer. Oh, hi. Ja, place das mal. Wo bist du? Alter, ich bin bei dir beim Auto. Place das doch mal. Dann so, ist das, Jungs, glaub ich, das, stärker, ist, oder das ist ein Placement jetzt. Junge, wie schnell die weg sind. Hi. Oh, guck mal, das wirkt nämlich nur, wenn es auf dem... Glaube ich, dann wirkt es auf jeden Fall mindestens stärker. Aber ich hatte es vorhin in der Hand und da war das kein Problem. Hat mich balzt es mal in der Hand. Guck mal, so kann man wenigstens auf dem Auto sitzen. Es sieht wirklich gar nicht mal schlecht aus. Der Rückspiegel einfach. Scheiße. Ich will das Ding jetzt fertig kriegen. Wo haben wir denn hier noch was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Sticky suchen. Sticky und Sozaki. Ist natürlich jetzt genau Nacht, ne? Wichtig. Die sind halt jetzt komplett weg, die Kollegen, ne? Ich habe nichts gesagt, da läuft einer. Moin! Ich weiß nicht, ob ich... Ich hol die blaue Partykugel raus. Ayo, moin! Oh! Du hast sie mitgenommen. Wo hast du sie mitgenommen? Ja, damit sie da... Damit wir die ja, hahaha, wir nicht vergessen. Sieht lustig aus. Ja klar, schlag mich. Ich bin dein Babbo hier. Hör auf mich zu schlagen. Hey, wir haben Blau. Wir haben Blau, Leute. Verpisst euch. Echt mal, verpisst euch. Wir haben Blau. Ja, Blau. Ja, da BSC. Kennst du die Hymne von Hertha? Nein. Ah. Alter, wie lange sind wir schon nicht? Keine Ahnung. Es wird wohl möglich sein, die letzten paar Stickies noch zu holen. Immer noch 0% geistige Gesundheit. Ich lasse es mal so, mal gucken, vielleicht passiert noch was. Wenn du dich jetzt im Real Life mit 0% geistige Gesundheit und mit sehr viel Kannibalismus umgeben würdest, glaubst du dann wirklich, dass du dich verwandelst? Vor allem in was? Ich glaube, dass ich mich in diesem Game hier verwandeln würde, weil hier die Möglichkeit besteht. Ja, aber mit crazy Wissenschaft. Zu werden. Ja, aber nur mit crazy Wissenschaft und nicht mit Kannibalismus. Genau, weil das ist hier alles so ein bisschen crazy Wissenschaft. Falls es noch nicht aufgefallen ist. Hm. Ja, deswegen sehe ich das durchaus als Möglichkeit an, dass ich mich verwandeln könnte. Ja, das ist ein Argument. Da hast du vollkommen recht. Da würde ich dir sogar fast zustimmen. Hier ausschwärmen, my boy. Search and destroy von Sticks. Was ist das hier eigentlich? Für eine Hässlohnpflanze. Ja, aber kennen wir wahrscheinlich schon. Okay. Dann halt nicht. Oh, hier ist noch richtig viel bei mir. Ja, das spawnt ja nach einer Zeit wieder nach. Zum Glück. Aber nee, hier ist richtig viel, was glaube ich gar nicht. Und Sticks. 1, 2, 3, 4. Das ist halt absolut lustig. Du hackst einen Baum runter und bekommst 4 Sticks. Das lohnt sich halt gar nicht. Für einen Mini-Baum, für einen Schlag, bekommst du 2 Stück. Hast du 2 kleine Mini-Bäume, hast du genauso viele. Du bist gerade einfach an einem vorbeigelaufen. Oh. Ja, du musst schon die großen nehmen, die größeren. Die kleinen roten, die bringen, glaube ich, nichts. Nein, ich meine die hier. Ach, egal. Warte, die hier. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Genau in den Ast reingelaufen. Den Rest mit. Du meinst wohl Ast rein? Shut up, bitches!
Kann man da eigentlich dann zusammen mitfahren oder kann das nur einer? Wow. Fuck it. Mir ist kalt. Scheiße, bin in den See gesprungen. Warum bist du in den See gesprungen? Mehr. Ich hab auch keinen Stick mehr. Warum nur? In der Scheiße, ey! Oh lol, jetzt wieder komplett warm. Hey. Aber du gelaufen bist und weil, glaube ich, auch gerade Tag wird und. Ich glaube, weil Tag wird. Okay, easy. Easy going. Ich doch irgendwas zu essen. Oh. Ich habe jetzt keinen Bock, Snacks zu essen. Dann kill ich lieber noch ein Reh hier. Aber na. Lukas? Alex? Es kann nicht fahren? Oh, schade. Es kann nicht fahren! Warum bauen wir denn die Scheiße, wenn man damit nicht fahren kann? Was ist das denn für ein Witz? Moment mal, verstehe ich das jetzt richtig? Du hast gedacht, dass wir mit dem Holzauto fahren. Ja, natürlich, wie Fred Feuerstein, Mensch. Ich hätte jetzt richtig Bock zu Rage quitten. Wie dumm bist du denn, dass du das denkst? Ich meine, ich hätte mal ein Video gesehen, wo das ging. Ich wirklich wäre gerade hier der geistig krank. Ich habe halt echt gedacht, dass es so ein Gimmick ist und eine bescheuerte. Wirklich, es ist doch naheliegend, dass wenn man alles Mögliche hier verwenden kann, dass das auch funktioniert. Wir sollten nach Hause gehen. Was machen wir denn mit dem Auto? Du hast es einmal gebaut, du bist enttäuscht. Du hast nicht die anderen Sachen. Ganz ehrlich, zum Glück steht das jetzt nicht die ganze Zeit in der Base. Perfekt. Zum Glück steht das jetzt nicht die ganze Zeit in der Base und erinnert mich an meinen Scheitern. Kaputt machen, ist doch kein Problem. Wir können es auch hier stehen lassen. Es ging schnell. Schnell als erwartet. 121 Sticks for the lol. Das ging echt schneller als erwartet. Ja, das war wieder eine Runde Forest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.